hinter großem Namen am Rande der Stadt, kleine Gärten. Wir sind vom ZDF und arbeiten hier als Korrespondenten in der DDR. Dürfen wir Sie besuchen? Laubenpieper auf Berlinisch, Ost wie West. Er ist Ingenieur, erfahren wir später. Sie hütet Haus und Garten. Im Sommer wohnen sie ganz auf dem Grundstück. Zu Besuch bei Bürgern der Stadt. So, wollen Sie mir nach hinten? Ja, gern. Ost-Berlin an einem Ort, wo die Welt in Ordnung ist, wo das Westfernsehen kein Klassenfeind, sondern schlicht als Gast willkommen ist. So normal kann das sein. Ich habe ein schönes Wetter ausgesucht. Das ist doch schon besser als in den vergangenen Tagen. Ja, sonst sieht es natürlich besser aus. Wenn es ein bisschen wärmer ist, dann sitzt man besser draußen, Sonnenschirm auf und so. Aber so. Kommen Sie doch rum, bitte. Wie lange haben Sie den Garten denn schon? Ja, wir haben 13 Jahre in Pankow einen Garten gehabt. Da mussten wir runter, weil da Diplomatengelände ist jetzt. Und jetzt haben wir jetzt hier 5. Jahr. So, was schön, haben Sie das schon hingekriegt. Ja, wir haben auch viel gearbeitet. Weshalb heißt eigentlich diese Kolonie Einigkeit, wissen Sie das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Name bestand schon, als wir uns hier beworben haben um Garten. Das weiß ich nicht, wo der herkam. Ich sagte, wir hatten vorher vor 5 Jahren in Pankow noch. Da hieß es Abendfrieden, die Kolonie, die da war, wo der Name herkam. Naja, alte Leute sagen es Abendfrieden, ne, im Garten. Und hier heißt nur Einigkeit, naja, vielleicht hat es mit der Nachkriegszeit zu tun. Das weiß ich wirklich nicht. Sie haben das Grundstück richtig gekauft? Naja, Pacht, nee, das ist Pacht hier. Gepacht. Das andere war Eigentum, hier ist Pachtland. Aber das spielt ja keine Rolle. Mhm. Eigentum mussten wir runter und Pachtland, wenn es gebraucht wird, dann müssen wir auch runter. Ne? Also, kommt darauf an. Aber hier fühlen Sie sich jetzt einigermaßen zu Hause erstmal wieder. Ja, ja, seitdem Tegel in Betrieb ist, ist es lauter hier. Ach, der Westberliner Flughafen Tegel raubt Ihnen hier die Stille. Ja, je nachdem, weil Sie genau über unserem Grundstück sausen, die hier drüber weg. Und was denken Sie sich dabei? Nicht. Muss ja sein, wa? Berlin, Station an der Strecke Moskau-Paris. Aber wo einst der Mittelpunkt war, ist heute Trennungslinie zwischen West und Ost. Berlin, Hauptstadt der DDR, ein stolzer Titel, aber nicht unbeschwert. Der westliche Zwilling zwingt zu ständigem Vergleich und der Blick in den Spiegel zeigt gebrochene Identität. Die Teilung, die nirgendwo so spürbar ist wie hier, zum Beispiel Bahnhof Friedrichstraße. Kreuzungspunkt für das Westberliner U- und S-Bahn-Netz, unterirdisch, exterritorial. Im Parterre Grenzstation, mitten in der Stadt. Besucher aus dem Westen kommen und gehen. Für die anderen ist dieser Bahnhof Endstation. Versuche einer Annäherung. Erstens ein Taxifahrer. Mangelware wie vieles hier, aber preiswert. Der uns mitnahm, war ein eher bedächtiger Vertreter seiner Zunft. Wenn Fremde zu Ihnen einsteigen und sagen, Sie möchten gern was sehen, wo fahren Sie denn hin? Ich würde sagen, unter den Linden, Strausberger Platz, Leninplatz. Fahren wir doch mal los. Hier sind wir unter den Linden, links die Humboldt-Universität, rechts die Staatsoper. Das ist hier das alte Berlin. Das ist das alte Berlin, ja. Gleich nähern wir uns dem neuen Berlin. Da können Sie rechts den Palast der Republik sehen. Und links davon der Dom, der wieder neu restauriert wird. Viel Neues entstand neben Altem, eine Stadt mit eigenem Profil. Marienkirche mit Fernsehturm, das neue Zentrum. Der Osten, der im Krieg mehr zerstört wurde als der Westen und wo schon immer die ärmeren Leute wohnten, weil es auch im alten Westen angenehmer war. Hauptstadt, aber viele, die hier wohnen, sagen, wenn sie aufs Land fahren, wir fahren in die DDR. Hotelstadt Berlin und Zentrum-Warenhaus als neue Wahrzeichen. Eine Hauptstadt mit dem Anspruch auf Weltstadt, aber die unbeschwerter wäre, hieße sie Rostock, Leipzig oder Dresden. Wie ist es eigentlich mit dem Verkehr? Ist das mehr geworden im Laufe der Zeit? Der Verkehr hat ganz barbarisch zugenommen. Überhaupt in den
Hauptverkehrszeichen, also in der Berufsverkehrszeit, jetzt manchmal auch kaum noch vorwärts. Am besten fährt sich's eben noch nachts, dann die Straßen noch ziemlich leer. Aber am Tag ist das schon ein bisschen schwieriger. Was meinen Sie, was die Leute hier für Miete zahlen in diesen Wohnungen hier am Leninplatz? Das richtet sich je nach der Größe. Es gibt ja Zweiraumwohnungen, Vierraumwohnungen. Im Schnitt sind die Mieten sehr gering, liegen so zwischen 80 und 120 Mark pro Monat. Je nach Größe der Wohnung. 120 Mark Miete ist dann schon eine sehr große Wohnung, mindestens 4 Räume. Wo fahren Sie denn hin, wenn Sie jemand fragen würde, was denn Ihr liebster Platz hier in Berlin ist? Mein liebster Platz, möchte ich sagen, ist der Arnimplatz. Was reizt Sie daran? Ja, der Arnimplatz, da werden ja diese ganzen Altneubauten restauriert. Kann man sagen, aus Alt macht Neu. Und das ist ja auch eine Sehenswürdigkeit. Und ich finde, nicht nur die Neubauten verschönern die Stadt, sondern auch die restaurierten Altbauten. Mit den neuen Fassaden, das sieht ja auch ein bisschen nach was aus. Hier ist also richtig, kann man richtig Berliner Luft atmen. Berliner Luft am Arnimplatz. Wer eine Ahnung haben möchte, wie schön die Stadt sein könnte, fährt hierher. Auch auf Besichtigungsfahrt eine Studentengruppe. Angehende Bauingenieure, für junge Frauen offensichtlich ein einladender Berufsweg. Arnimplatz, das ist in Ost-Berlin ein Modellversuch für weiträumige Renovierung. In diesem alten Bereich werden Sie Entkernungen sehen. Da sind Quergebäude weggenommen worden, die Wohnbausubstanz im hinteren Gebäude auf ersten, zweiten, dritten Hinterhof aufgelöst worden. Ich würde Sie dann bitten, auch besonders Augenmerk zu legen auf den Erhalt sehr vieler alter architektonischer Details. Um das geht es hier in diesem Sanierungsobjekt Arnimplatz in ganz besonderem Maße. Dass also hier die alten, typisch für die Berliner Bausubstanz, für die Gründerzeit vorhandenen Objekte erhalten werden. Wenn ich vielleicht mal darauf hinweisen darf, auf dieses Objekt dort drüben oder auf das zweite oder ganz besonders auf das dritte Objekt dann. Wer erinnert, wie sehr Neubaubetonwüsten als Errungenschaft gepriesen wurden, der erkennt hier die Wende in städtebaulicher Planung. Keine Flucht in Nostalgie, sondern eine Antwort auf die Frage nach der Bewohnbarkeit der Städte dieser Stadt. Längst rangieren diese Wohnungen höher auf der Wunschliste als Neubauwohnungen, grunderneuert, mit Innentoiletten, Bädern oder Duschen ausgerüstet. Alles ohne Mieterhöhung, 90 Pfennig Monatsmiete pro Quadratmeter. Wohnpolitisches Ziel, mehr Platz für kinderreiche Familien. Die Kinder am Brunnen unter dem Fernsehturm. Freundlich urbaner Mittelpunkt und sichtbarer Beleg dafür, dass Ost-Berlin keine sterbende Stadt ist. Die Geburtenzahlen steigen und neben dem Beruf wird für die Frau die Rolle der Mutter wieder populärer. Ansichten einer Architektin, die gerade selbst Erfahrungen sammelt. In welcher Situation ist denn eine Frau, wenn sie hier ein Kind kriegt? Es ist erstmal im Großen und Ganzen gesehen in einer sehr schönen und positiven Situation. Sie hat keine Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie hat materielle Unterstützung. Wie sieht das praktisch aus? Was heißt das? Wie viel Schwangerschaftsurlaub gibt es? Wie viel Geld gibt es? Es gibt für jedes Kind 1000 Mark. Es gibt 6 Wochen vor der Entbindung Urlaub und 20 Wochen nach der Entbindung. Und zwar, ich glaube, 100% des Lohnes. Ja. Und wie lange kann man vom Betrieb fernbleiben, wenn man noch nicht gleich wieder anfangen will zu arbeiten nach dem Schwangerschaftsurlaub? Man konnte bis vor kurzem 1 Jahr zu Hause bleiben, unbezahlt. Jetzt habe ich gehört, dass das auf 3 Jahre verlängert ist. Und wenn man 2 Kinder hat, ist dieses Jahr auch bezahlt. 70% des Brutto des Monats. Ist diese Situation einladender für eine junge Frau, ein Kind zu bekommen? Natürlich, sehr. Es hat sich gezeigt, dass auch jetzt viele Muttis sich zum zweiten Kind entscheiden. Trotzdem es meistens Wohnungsprobleme gibt. Aber die Chance, zu Hause zu bleiben und das Kind nicht in die Krippe geben zu müssen, die ermutigt viele Frauen dazu. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie eine Wohnung gekriegt? Wir hatten die Wohnung schon
vor 3 Jahren bekommen. Das war mehr oder weniger ein Zufall. Die Wohnung ist in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Wir haben uns alles alleine ausgebaut und hing wohl absolut nicht mit dem Kind zusammen. Und sind Sie jetzt zu dritt mit Ihrer Wohnung zufrieden? Nein, wir sind nicht zufrieden. Wir haben nur 2 Zimmer, haben nur eine Dusche, kein Bad. Müssen selbst heizen, also die Kohlen 4 Treppen hochschleppen. Haben keinen Fahrstuhl. Wir möchten gerne wenigstens eine Wohnung mit 3 Zimmern. Und mit Balkon vielleicht noch. Altbau oder Neubau? Altbau möchte ich. Ziehen Sie vor? Ja, ziehe ich vor. Bitte. Sie sprechen nicht so richtig mit Berliner Akzent oder in Dialekt. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich komme aus Görlitz. Das hat früher zu Schlesien gehört und ist heute zum Bezirk Dresden zugehörig. Und fühlen Sie sich als Zugereister hier ganz wohl in der Stadt? Ja, ich fühle mich als Neuberliner wohl in der Stadt. Weshalb? Für einen jungen Menschen gibt es hier viele Möglichkeiten. Sei es im Beruf, sei es kulturell. Dann gefällt mir persönlich der Kontakt zu den Menschen anderer Länder, auch zur Bundesrepublik und vor allen Dingen zu West-Berlin. Durch persönliche Gespräche kann man sich besser ein Bild machen. Wenn man nicht nur auf das Fernsehen angewiesen ist, ist das angenehm. Der Westen ist in den letzten Jahren näher gerückt, auch mit den Diplomaten und Journalisten, die in der Leipziger Straße Wohnung bezogen haben, die deshalb auch der kleine Westen genannt wird. Die nahegelegene Kaufhalle, mitverantwortlich für das Wohl der Ausländer, ist die am besten sortierte weit und breit. Die Ausländer sollen hier einkaufen können und kundige Hauptstädter folgen deshalb ihren Spuren. Dennoch sind diese Wohnblocks keine Ghettos der Fremden. Es gibt keine Einlasskontrolle und zu den Nachbarn gehören noch viele DDR-Bürger. Klaus Schlesinger zum Beispiel, bei Kriegsende war er 8, Jugend im geteilten, aber noch offenen Berlin, Chemielaborant, Journalist, Schriftsteller, dessen Bücher auch in der Bundesrepublik gedruckt werden. Mit ihm lebt die Liedermacherin Bettina Wegner und 3 Kinder gehören noch dazu. Jakob, der Jüngste, kommt gerade aus dem Kindergarten. Eine Wohnung, die nicht typisch ist, nicht nur, weil sie in ihrer Größe wenig dem üblichen DDR-Neubau entspricht, sondern auch durch die Lage. Auf der einen Seite Sicht über die Mauer in den Westen, auf der anderen Seite aus dem Arbeitszimmer Blick auf das Zentralkomitee der SED, der Machtzentrale für Hauptstadt und Republik. Wohnung als Privileg? Die Tatsache, dass wir hier wohnen, hat natürlich damit was zu tun, dass wir im Schriftstellerverband sind. Wir haben diese Wohnung vom Verband bekommen vor 3 Jahren. Zu einer Zeit, als unsere guten Kollegen Sarah Kirsch, Plenzdorf, Schubert, Jurek Becker noch im Vorstand waren. Die haben damals ordentlich Dampf gemacht, weil wir wohnten mit 5 Personen in einer 3-Raum-Wohnung in der Brunnenstraße in Untermiete beim Arzt. Das waren nicht sehr gute Zustände und wir waren natürlich erstmal sehr froh, diese Wohnung zu bekommen. Man hat Raum, man kann arbeiten, jeder hat sein Arbeitszimmer. Ist das hier Endstation für Sie? Ach, ich glaube nicht, nein. Es war eine sehr interessante Gegend, als wir reinkamen. Die wollten sie gleich tauschen. Wir wollten sie gleich gegen eine große Altbauwohnung tauschen. Kamen rein, sahen diese sehr großzügig gebauten Räume, guckten dann nach vorne raus. Da war die Mauer, da war Springer. Guckten nach hinten raus, da war das Zentralkomitee unserer Partei. Und dachten, in diesem Spannungsfeld ließe sich einiges Produktive herausholen. In diesem Spannungsfeld sind Sie aufgewachsen. Was ist eigentlich dieses Berlin für Sie? Na gut. Man schreibt über das, was man erlebt hat, was man kennt. Die Kindheit oder eine Jugend vor der Szenerie der Trümmerlandschaften, der stofflichen Trümmerlandschaften wie auch der menschlichen. Dann das Erlebnis, wie aus einer vormals sehr bedeutenden Stadt 2 Städte wurden. Ein ziemlich quälender Prozess. 2 sich fremd gegenüberstehende, feindlich gegenüberstehende Städte. Dann 53, dann 61, das Jahr des Mauerbaus. Das kennt man. Daten, die zum Bild der Stadt gehören, weil sie die Menschen betroffen haben. Das Berlin der Schönhauser Allee, Prenzlauer Berg,
Das lebendigste Viertel, wenn auch nicht das prächtigste. Intaktes Großstadtleben vor altem berlinischem Hintergrund, das war das Zentrum, als der Rest der Stadt in Trümmern lag und blieb ihr wohnlichster Teil. Aber jenseits von anheimelnder Romantik auch Ausdruck von bitterer Not, Wohnungsnot. Altbausubstanz, die mehr als 100 Jahre alt ist, für Arbeiter gebaut und schon damals unwürdig, um wie viel mehr heute. Über 75.000 Wohnungen werden in diesem 5-Jahr-Plan in Ost-Berlin gebaut, aber immer noch ist man auf diese verfallenen Häuser angewiesen. Die Modellrenovierung vom Arnimplatz ist bis hierher noch nicht vorgedrungen. Kleine Entschädigung, nirgendwo hat sich eine alte Berliner Institution so sehr am Leben erhalten wie hier, die Kneipe. Privat oder als staatlicher Betrieb, und wer ins Gespräch kommen will mit denen, die hier einkehren, hier ergibt es sich ganz von selbst. Hauptstadtbürger, die vom Leben mehr wissen, als in den Hauptstadtzeitungen geschrieben wird, deren kritischer Lokalpatriotismus mehr Bewusstsein spürbar macht als manche Politikeransprache. Hauptstadtbürger, auf die der Leser auch in den Romanen der DDR-Schriftsteller stößt. Herr Schlesinger, Ihr Leben hier in dieser Stadt ist in Ihre Bücher eingegangen. Das letzte Buch heißt Berliner Traum. Als ich es las, dachte ich manchmal, der Titel Berliner Albtraum wäre eigentlich zutreffender gewesen. Warum Albtraum? Das ist Realität. Und warum nur auf Berlin beschränken? Ich meine, wenn man sich in der Welt umsieht, das sieht überall nicht besonders gut aus. Es ist bloß woanders, in München, in Pittsburgh, in Warschau oder Leipzig, ein wenig verdeckter. Die einen konsumieren, die anderen privatisieren. Auch die Berliner oder viele Berliner verdrängen. Sie verdrängen das, was sie auslöffeln müssen. So gerät es in den Traum und wird dann wieder Realität. Das geht nicht nur um die Mauer. Beziehungsweise muss man sagen, dass dieses etwas perverse Betonbauwerk ja nicht eine Ursache für bestimmte Probleme ist, sondern dass diese Mauer eine Folge perverser Ursachen ist. Sie ist im Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Sie ist Folge einer katastrophalen Politik einer Nation, die in ihrer Gestalt als Deutsches Reich nun wirklich allen moralischen und politischen Kredit unter den Völkern Europas verspielt hat. Ich denke an Auschwitz, ich denke an das, was an Perversion in dieser Zeit geschehen ist. Das würde so etwa heißen, dass diese Stadt heute erträgt das biblische Wort, die Sünde der Väter sucht sie heim, bis ins dritte und vierte Glied. Ist etwas davon? Ich glaube schon. Ich meine, die Rechnung, die ist uns präsentiert worden und die müssen wir bezahlen und die bezahlen sie. Dass das heute Personen tun, Menschen tun, die mit der Sache gar nichts mehr zu tun haben, kann man tragisch nennen. Unverständlich wird es nur einer finden, der frei ist von jeglichem Geschichtsbewusstsein. Geschichtsbewusstsein. Jeden Mittwoch 14.30 Uhr sind die Linden für den Verkehr gesperrt. Und wer immer noch nicht genug hat an militärischem Zeremoniell, bekommt hier sein Erlebnis. Dabei sind viele schon über diese Straße marschiert. Die Armeen des Kaiserreiches und später Reichswehr SA, SS. Immer im gleichen Takt und siegesgewiss. Ehrung für die Opfer von Faschismus und Militarismus, der Versuch, mit anderer Tradition den neuen Anfang zu demonstrieren, dass man bereit sei, das Erbe der Opfer zu verteidigen. Das Ritual lockt an, doch ob es auch Besinnung bewirkt, man könnte sich auch einen anderen Rahmen vorstellen.
ein Schauspiel auch in anderer Hinsicht von Symbol wird. Denn jedenfalls nach westlicher Sicht ist es illegal. Berlin, Hauptstadt der DDR, stehe genauso wie West-Berlin unter dem Vier-Mächte-Status, sagen die Westalliierten. Und das verbiete die Anwesenheit von Soldaten. Doch hindern kann man sie nicht. Und jeden Mittwoch zu protestieren mag auch nicht zweckdienlich erscheinen. So marschieren sie jede Woche, auch um ihre Unabhängigkeit zu beweisen. Ein Stück gewachsener Status auf östlicher Seite. Selbstverständlich und wehrhaft, wenn auch von wenig Liebenswürdigkeit. Wenige hundert Meter weiter, der wunde Punkt. Gesehen aus dem Osten, aber der Ton ist Originalton Westpodest. Wo kommen die denn einfach hin und schießen? Also man müsste doch meinen, dass man hier rüber könnte. Unrecht. Die aus dem Westen sehen wie in einen Zoo. Und so sind dann auch die Kommentare. Eine Szene voll Widersprüchlichkeit, auch für die, die 1961 mit dabei waren. Dieter Schubert, heute Schriftsteller und Mitunterzeichner der Biermann-Resolution. Ich war dabei an der Grenze, als der erste Zaun errichtet wurde. Ich war damals Mitglied der Betriebskampfgruppen. Und als solches haben wir dort an der Grenze gestanden, als an einem Teil der Grenze natürlich, als dort die ersten Grenzsicherungsanlagen, wie es so schön heißt, errichtet worden sind. Was haben Sie gedacht, als Sie da diese Grenze bewachten? Ich war damals und bin es noch heute im gewissen Sinne. Ich war damals überzeugt davon, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Und ich glaube, es hat sich bewahrheitet, denn ohne diese, ich sage noch mal das unschöne Wort Maßnahmen, wären wir in der DDR heute nicht so weit, wie wir jetzt sind. Ich fand Ihren Namen auf einer Petition, die sich an die Regierenden in diesem Land richtete, eine Petition, in der sich Schriftsteller gegen die Ausbürgerung Biermanns wehrten. Warum haben Sie damals unterschrieben? Ganz einfach deswegen, weil ich glaubte, es war notwendig und ich glaube es heute noch. Ich wollte eine, nach meinem Dafürhalten, fehlerhafte Entscheidung der Regierung der DDR nicht widerspruchslos hinnehmen. Hat es da nicht Folgen gehabt, diese Unterschrift? Wie Sie wissen, wurde ich mit einigen, also einige andere Kollegen und ich, wurden aus dem Vorstand des Berliner Bezirksverbandes ausgeschlossen, in dem wir vorher waren. Also Sarah Kirsch, Volker Braun, Jurek Becker, Ulrich Plenzdorf, Günter de Breuen und ich. Und dann gab es auch noch Folgen, die heute noch spürbar sind. Und das ist ganz einfach die Tatsache, dass einige der Namen dieser betreffenden Kollegen bei uns offenbar öffentlich ungern erwähnt werden. Das ist für einen Menschen, der Öffentlichkeit sucht, nicht so sehr angenehm. Die kulturelle Szene, reich an Konflikten, glanzvoll und manchmal äußerlich unscheinbar. Das Clubhaus Weißensee war ein Geheimtipp. Einmal im Monat trafen sich Schriftsteller, Jatzer und Liedermacher mit viel Publikum. Es wurde gelesen, gespielt und diskutiert, bis die Administration Einspruch erhob. Das war der Anfang vom Ende einer Zeit, die kulturpolitisch verheißungsvoll begonnen hatte, als Honecker erster Mann im Staat wurde. Kramladen hieß die Institution, ihr Gründer und Leiter, die Liedermacherin Bettina Wegner. Die erste Veranstaltung, die wir überhaupt gemacht haben, die war mit dem Ulrich Plenzdorf. Und da kamen schon mal eine ganze Menge Leute, weil der ziemlich bekannt ist. Da lief zu der Zeit noch das Theaterstück von ihm, Die Leiden. Und da sind eine ganze Menge Leute gekommen und das hat sich dann rumgesprochen. Und ab dritte Veranstaltung gab es kein Plakat mehr, aber da war die Mundpropaganda schon so, dass das Haus immer voll war. Welche Rolle hat das Publikum gespielt? Na, anschließend an die Veranstaltung waren immer Diskussionen zwischen den Leuten, die auf der Bühne waren und was gemacht hatten, und zwischen
den Leuten, die unten die Sachen angehört hatten. Und spielte sich da wirklich was ab an Diskussionen? Tja, da hat sich unerhört was abgespielt. Die Leute hatten diese Veranstaltung, nachdem sie ein paar Mal gelaufen ist, ziemlich als ihre Sache auch betrachtet. Und hatten sich eingesetzt für, hatten Vorschläge gemacht, wen ich einladen soll und wer da eingeladen werden soll zum Lesen oder zum Singen. Und das ging so weit, dass die Veranstaltung mir aus der Hand genommen werden sollte. Und da das Publikum Einspruch erhoben hat und gesagt hat, das ist doch eine Veranstaltung, die wird für uns gemacht und wir wollen die gerne so behalten, wie die läuft. Und haben das auch durchgesetzt. Also wir haben die dann weitergemacht in der Form, wie sie von Anfang an auch konzipiert war. Und manchmal war es auch ein bisschen unproduktiv, die Diskussion, weil die Leute hatten oft so große Probleme, dass nicht mehr nur über die Sachen gesprochen, oder nicht nur wäre sowieso nicht gut, aber es wurde dann zum Schluss kaum noch über die Sachen gesprochen, die eigentlich auf der Bühne vorgestellt worden sind. Das ging dann eben um Probleme, die die Leute im Publikum hatten, aber ich meine, dass das auch nicht so unproduktiv nur war. Können Sie ein Lied aus der Zeit singen? Tja, kann ich. Das ist ein Lied für meine Kinder, für alle Kinder und erst recht für Erwachsene. Und heißt Kinder. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Der kleine Kramladen wurde schließlich doch geschlossen. Der große Kulturbetrieb geht weiter. Hauptstadt abends. 17 Theater und Opernhäuser, darunter manche mit Weltgeltung. Man trägt lang und macht sich fein, aber der Arbeiter ist hier kein ungewohnter Gast. Schon der Kartenpreis macht den Opernbesuch nicht zum elitären Genuss. Und der Geschmack? Die Klassiker sind auch hier noch die größten Renner, zum Beispiel Mozarts Zauberflöte. Kaum Klassenunterschiede in der Kultur. Im Konsum gehören sie zum Alltag. Neben Geschäften mit Westwaren zu Luxuspreisen für das gehobene Einkommen, am Alexanderplatz das Zentrumwarenhaus, Einkaufsstätte für Normalverdiener. Täglich 200.000 Besucher, darunter viele, die aus der Provinz kommen und meinen, hier etwas Besonderes und Langgesuchtes zu finden. Warenumsatz 600 Millionen Mark jährlich. Auch hier hört man manchmal Klagen über Preisanstieg. Offiziell wird das mit verbesserter Qualität begründet. Gründliche Überlegungen sollten den Möbelkauf vorausgehen. Wir helfen Ihnen dabei. Sollten Sie Einrichtungsprobleme haben, bitte Sie uns um eine Beratung. Verglichen mit anderen Staaten ist die Konsumgesellschaft DDR keine Mangelgesellschaft mehr.
Und doch bleibt der Einkauf ein Roulette-Spiel, weil das Angebot den wachsenden Wünschen nur müde folgt. Wünsche, die häufig durch westliches Werbefernsehen bestimmt wurden. Fernsehabteilung, Typ Schwarz-Weiß, um die 1500 Mark. Farbfernseher sind zurzeit nicht im Angebot, weil die neue Generation mit Westfarbteil ausgerüstet wird und die Technik noch nicht klappt. Doch Schlussfolgerung, bald kann jeder den Westen in Farbe sehen. Morgens um 6 Begegnung mit dem Gurkenwalter. Ein Hauch altberlinischer Romantik. Zweimal in der Woche Markt im Stadtbezirk Pankow. Die ersten Kunden kommen, bevor sie zum Dienst gehen. Na, wie denn? So. 45 sind im Dreimal und 75, ja? So. Da haben sie aber die Mogel. Das sind da an, die kosten 2,65. So, nehmen wir die oder lassen wir sein? Oder nehmen wir die von unten die aus? Oder wie? Ich wollte eigentlich die große haben. Nee, dann machen wir ja. So. Nehmen wir die große, nehme ich noch eine andere. So, 3,65. Aber die gehen ja alle wieder vor. Ja, die gehen ja mehr. So. Also die drei, ja? Außerdem? Suche zu, werdet ihr finden. Ja, wissen Sie, manchmal fragt man, dass die Frau überhaupt einen Mann gefunden hat. Die finden keine Jürgen raus hier bei so vielen Jürgen. Sie sind privater Händler? Privater Händler. Wie lange sind Sie hier schon auf dem Wochenmarkt? Oh. Ich möchte bald sagen, seit meiner Geburt. Meine Eltern haben schon gehandelt. Also hier in Pankow, da sind wir ungefähr 30 Jahre. Und vorher waren wir am Weißen See, da waren früher die Wochenmärkte auch und da sind meine Eltern schon gefahren. Lohnt sich das als privater Händler? Ach ja, ja. Man muss natürlich viel Arbeit investieren. Aber ist ja nur unser Lebenswerk, wenn man damit groß geworden ist in der Materie. Also, ich wüsste nicht, wie ich anders machen sollte. Also, wir können mal auf dem Markt, wie gesagt, das ist meine Heimat, meine zweite Heimat. Wie ist das eigentlich mit diesem Wochenmarkt? Hat der sich verändert in den 30 Jahren, in denen Sie hier Ach, sind? Ach ja, ja, ja. Hier waren 4 Reihen gewesen. Ja, die Alten sterben raus, Junge kommen nicht mehr. Nicht die alten Händler, die, wenn sie weg sind, dadurch wird es ja immer weniger. Wir hatten hier 4 Reihen gehabt, hier, wo alles voll war mit Ständen. Hier konnten sie früher auf dem Markt sich Schuhe besohlen lassen und Anzieher kaufen. Hier konnten sie sich vollkommen einkleiden. Hier ist Tatsache, das ist wahr. Nicht? Aber das ist ja nicht schon lange her. Wie kommt es, dass es keinen Nachwuchs gibt? Ja, na, ist ein hartes Brot, wie gesagt. Nicht? Und das, man kann wohl alles erlernen, aber das gewisse Etwas muss man mitbringen. Nicht? Das ist genauso, wenn einer Auto fahren lernt, der kann das erlernen, dann sitzt er hinter wie ein Klammeraffe, aber das fehlt, das muss man eben mitbringen. Und so ist es beim Händler genau dasselbe, das muss man mitgekriegt haben in der Wiege. Was ist nicht? Das Richtige, was man für einen Markthändler braucht? Humor, Schlagfertigkeit und ein bisschen Grips im Kopf. Am staatlichen Gemüsestand nebenan, die ersten warten seit 5:30. Beim Verkaufsbeginn um 7 ist die Schlange schon lang. Wie kommt es, dass hier so eine lange Schlange ist morgens? Ja, weil wir Pilze sonst haben, Champignons und Tomaten und eben das haben, was die anderen nicht haben und daher. Und die Wahl ja auch einwandfrei ist. Ne? Und der Blumenkohl sehr schön ist und daher kommen die nun. Wenn wir kommen, stehen die schon immer hier, immer. Aber Champignons haben Sie diesmal nicht? Nein, nein. Und die wird es auch jetzt wohl nicht mehr geben. Hatten wir immer sehr oft. Da steht ja in der Schlange. Schattenseite solcher Marktromantik. Wer eine Stunde Schlange steht, ist ungeduldig und argwöhnisch, dass andere vordrängeln. Dialoge auf Berlinisch. Dann geht das schneller. Wieso? Ich belästige dich doch gar keinen. Dann bedienen Sie doch von hier und nicht von hier. Schade, Mann. Auch keine Leute in die Hand. Ja, ihr kommt vom Nachtdienst, stehen hier wieder ab. Da unten, am anderen machen sie auch, Mensch. Was denkst du, was die Frauen hier machen? Ja, aber die stehen hier auch noch abends, sie müssen noch stehen. Ja, ja, und, aber er schimpft, als er die Kamera bemerkt, ist er besänftigt. Neben kleinen Szenen große Ziele. Berlin-Marzahn, die Hauptstadt, baut sich einen neuen Stadtbezirk. 35.000 Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Warenhäuser, 2 Schwimmhallen und angeblich auch genug Gaststätten. Größte Baustelle in der DDR. Ob es schön wird, die Verantwortlichen wollten uns auf diese Frage nicht antworten. Es scheint, dass man aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Gewiss Zeichen einer neuen Zeit, denen, die heute leben und arbeiten, teilen sie sich nur bedingt mit.
Gespräch mit Arbeitern. Man hat also so im Großen und Ganzen alles, weil die Frau arbeitet mit, ist ja meistens so, weil sonst man muss mitarbeiten. Und außerdem, wie gesagt, am Wochenende muss man auch ein bisschen was bringen, wa? Aber was man eben am Wochenende schafft, das schafft man nicht den ganzen Monat hier, wa? Das ist ja nicht drin, wa? Und wenn man keine Beziehung hat hier, wo man sagen, hier so eine harte Mark zu kriegen, wa? Wird das eben, auch nicht. Naja, deswegen. Eine harte Mark, wenn man das sieht, was man hier im Intershop, die kommen alle an, die meisten mal mit so einer großen Abzeichen dran, wa? Auf Deutsch gesagt. Und sind die meisten mal darum ran eben, und was da einkaufen war. Und unser Einer, wenn man als Arbeiterin kommt, war, da steht man erstmal eine Stunde an und kickt, war. Naja, wenn man einen Zehner mal hat, eine Tasche war, dann freut man sich, wenn man ein bisschen sich was kaufen kann, war. Schlüsselworte aus dem Hauptstadtalltag. Am Wochenende ein bisschen schwarz arbeiten, Beziehungen haben und pflegen, aufpassen, dass man ein bisschen an harte Mark, das ist D-Mark West, rankommt. Sich einrichten in den Möglichkeiten, die das Leben bietet, jenseits der großen Worte und Parolen ganz einfach über die Runden kommen. Auch hier sind 8 Stunden kein Tag, hat der Feierabend sogar seinen besonderen Wert. Ausflug mit der Weißen Flotte, Seerundfahrt über den Mückelsee. Liebe Fahrgäste, wir befinden uns hier in Berlin-Köpenick und befahren die Spreewasserstraße. Ganz besonders begrüßen wir unsere Fahrgäste, die jetzt in Köpenick zugestiegen sind, und wünschen Ihnen ebenfalls einen guten Aufenthalt an Bord. So, ich setze mich mal einen Moment zu Ihnen. Sind Sie denn alle Berliner? Alle. West und Ost. West und Ost. Ja, wir möchten mal so sagen, wenn das gewisse etwas nicht wäre, dann wären wir, wo wir her sind, aus Großbären, wahrscheinlich auch schon Berlin. Das ist nämlich Rand-Berlin sozusagen, ja? Wir sind aus dem Kreis Zossen und machen heute mal eine Familienfahrt mit unserer lieben Cousine aus, wo bist du her, sag mal, München? Aus Bayern, bitte sehr. Ich konnte ja noch nicht besuchen, ich weiß ja nicht, wo das ist, Mensch. Mittelfranken. Ja. Ach, Donnerwetter, aber unser Vater mit dem Trabi war, mit so einem Kleinen, mit so einem Platzebomber. Wie fanden Sie denn die Rundfahrt? Na, spitze. Ganz fantastisch. Haben Sie gedacht, dass es hier sowas gibt? Ich muss sagen, es hat sich eigentlich sehr sogar schon dem Westen angeglichen. Wenn ich das so sehe, dann komme ich mir vor, als wenn ich in West-Berlin auch irgendwie auf dem Dampfer fahre. Und das ist im Grunde genommen genauso. Wo kommen Sie denn her? Wir kommen aus den Gegend Krenisch-Wusterhausen her. Ja, alle? Ja, alle. Wir sind auf Brigadefahrt hier. Ja, wollte ich gerade fragen, wie kommen Sie denn auf dieses Schiff hier? Durch die Brigade. Wir haben hier das angemeldet. Naja. Wie teuer ist das für Sie? Das kostet uns gar nichts. Und zwar haben wir eine Brigadekasse. Und daraus wird das alles finanziert. Ja, das ist praktisch hier kostenlos für unsere Kollegen und Kollegen. Und wie oft machen Sie das? Naja, quartalsmäßig, ja. Wie ist denn das nun? Bringt da jedes Mitglied in der Brigade seinen Mann oder seine Frau mit? Oder? Nicht immer, aber meistens. Und was ist schöner? Ohne. Ist wahr? Kann man doch ein bisschen mehr. Naja. Die Brigade bekommt für ihren Ausflug Pluspunkte im Brigadetagebuch, weil die Exkursion als kulturelle Veranstaltung zählt. Und der Westbesuch, der seit den Verträgen wie selbstverständlich kommen kann, ist sympathischer, wenn er nicht nur alles schlecht findet. Warum auch? Vieles konnte so bleiben, weil kein westlicher Wachstumsboom seinen Kahlschlag hinterließ. Und vielleicht sind sich auch die Menschen etwas treuer geblieben, weil diese Welt ruhiger ist, mehr Zeit lässt zur Anteilnahme. Und weil die Gegenwart die Wunden der Geschichte noch offen hält, findet man mehr Verletzbarkeit, aber auch Sensibilität. Szenen aus einer Hauptstadt mit Widersprüchen. Das große politische Ziel, Hauptstadt eines besseren Deutschlands zu sein, aber immer noch geprägt von den gegensätzlichen Wegen deutscher Nachkriegsgeschichte. Mauer neben Hochhaus und Einladung in die Idylle. Stolz auf Erreichtes neben Traurigkeit der unerfüllbaren Wünsche wegen. Eine Stadt mit einem Reichtum an Möglichkeiten, aber auch mit Grenzen, an die ihre Bewohner immer wieder stoßen.
Die gemauerten Grenzen, aber auch jene, die von argwöhnischen Ideologen errichtet werden und nicht weniger schmerzlich sind. Und auch eine gastliche Stadt, so fanden wir, die wir 4 Jahre lang dort lebten und arbeiteten, um als Korrespondenten über die DDR zu berichten.